Servus Leute, wir haben 12 Uhr, wir sind in Garmisch und wir sind im Schnee. Wir werden heute eine Skitour gehen. Natürlich gehe ich die nicht alleine, denn ich gehe sie mit dem einzig wahren. Hello! Schön, Marius. Schön, dich wiederzusehen, Basti. Endlich mal wieder, wir beide unterwegs. Ja? Wo geht's heute hin? Du kannst uns ungefähr den Gipfel zeigen. Da oben hoch auf den Wank hier aus Garmisch-Partenkirchen raus. Das allererste Mal, glaube ich, für uns beide. Und diesmal direkt auf Skitour. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Ich auch. Wie sieht es denn mit euch aus? Wart ihr diesen Winter schon mal im Schnee? Seid ihr in die Skitour gegangen? Schreibt eure Erfahrung, eure Meinung zu dem ganzen Thema Skisport doch mal gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen. Wir fällen jetzt auf und werden mal die ersten Höhenmeter packen. War Kaiserwetter ausgesprochen. Er kann's noch, Leute. Er kann's noch. Ich kann's bestätigen. Ich bin echt der beim Pumpen. Schauen, wie lange er durchhält bei den 1000 Höhenmetern. Grüß dich! Für alle, die Bock haben, diese Skitour nachzugehen, kommen jetzt ein paar Key Facts. Laut bergtour-online.de ist es eine einfache Skitour, die wir heute gehen. Wir haben 89 Höhenmeter im Aufstieg, eine Gehzeit von ca. 3 Stunden und dann aber auch eine Abfahrt von ca. Stunde 45. Bei der Skitourentechnik solltet ihr auf jeden Fall die elementare Spitzkerntechnik drauf haben, Abfahren im freien, unschwierigen Gelände und auf schmalen Forststraßen. Wichtig Leute, ihr seht es jetzt gerade auch bei Marius hier an unseren Rucksäcken. Wenn ihr eine Skitour geht, egal ob es jetzt über solche Wege ist oder so, habt immer den Pieps dabei, das FAS-Gerät, Sonnenschaufel ist das Minimum, was noch im Rucksack sein sollte. Und wenn geht, was wir noch haben, sogar noch Airbag jeweils drin. Ohne niemals. Ist wirklich der Punkt, ja. Und sich damit auskennen, ist das Allerwichtigste. Richtig. Das wird auch häufig unterschätzt. Es zu haben ist die eine Sache, aber können, ja. Genau, ansonsten packen wir uns aus und dann geht's weiter. Puh. Also bitte. Das ist ja mal was. Coole Skitour, Basti. Gut ausgesucht. Und mittlerweile auf jeden Fall im absoluten Winter Wonderland angekommen. Da seht ihr Marius mit einem fantastischen Blick hinten raus. Ja, Basti, also hast du wieder was richtig Gutes ausgesucht. Ich bin echt der beim Pumpen. Und wir haben auch noch bestimmt eine halbe Stunde, haben wir mal wenigstens noch zu gehen. Jetzt gehen wir hin, Basti! Full Send. Und Leute, jetzt glaube ich mal den ersten Blick ins Tal. Also das ist mehr als fabelhaft hier gerade. Wow! Jawohl, geschafft. Wank bezwungen. Ah. Sauer, Basti. Nice. Das war am Ende doch nochmal anstrengender als gedacht. Nice. Geil, schöne Tour. So, und jetzt sind wir oben am Wank angekommen. Auf 1780 Meter und genießen einen unfassbar tollen Ausblick runter auf Garmisch. Ihr seht es da hinten, ist die Zugspitze mit über 2900 Metern. Ich finde, es sieht aus, als wären wir fast auf derselben Höhe, aber auf keinen Fall, das ist man noch lange nicht. Es ist super schön, es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Wir fahren jetzt runter, das Schönste ja nach dem Aufstieg, was man sich verdient hat. Dann gibt es nach alter Manier natürlich noch ein kurzes Review zu der Tour. Doch wir müssen uns ein bisschen spurten, denn ihr seht es, die Sonne geht langsam unter und wir wollen hier nicht im Dunkeln runterfahren. Also schnell umziehen, haben wir auch schon größtenteils gemacht. Es ist schon abgefällt, auf die Skier und los. Ja Leute, jetzt gleich passiert was richtig, richtig Dummes. Die Akkus werden ausgehen und wir haben kaum was von der Abfahrt einfangen können. Zusammengefasst aber nochmal, es war cool, diese Tour zu machen. Es war cool, mit Marius im Schnee zu sein. Konditionell muss ich sagen, müsst ihr wirklich schon ein bisschen fit sein, um die zu gehen. Dann geht es aber gut und der Aufstieg war auch nicht so schwer, denn es sind schon ein paar Turnläufer durchgegangen und man hatte einen guten Pfad. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und würde mich freuen, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen.